Hallo zusammen und seid mir herzlich gegrüßt zu einem neuen Ben & Jerry's Eistest. Und zwar, ja, eine neue Sorte und zwar Fairway to Heaven. Richtig geil, also wie fair geschrieben, nicht wie Weg oder sowas, sondern der faire Weg zum Himmel. Das neueste Ben & Jerry's Eis, was es schon seit längerer Zeit auch in UK gab und in den Niederlanden. Und es kommt jetzt auch zu uns nach Deutschland, exklusiv bei Rewe. Die Version hier ist aus den Niederlanden und ich teste sie jetzt passend zu der Zeit, wo es bei uns rauskommt, in diesem Video. Und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß. Absolut großartig. Jeder Tag ist toll, wenn an diesem Tag ein neues Ben & Jerry's getestet wird, wie zum Beispiel das Fairway to Heaven. Ja, das Design, das sagt schon mal so, ist, worum es gehen soll, irgendwie um den Fairway to Heaven, ne, mit den Wölkchen und so weiter, was das Ganze so soll mit dem Himmlisch und so weiter, ist vielleicht eher so der faire Weg zu himmlischem Eis, so ist so die Message dahinter. Wir lesen ja auch gleich, was genau draufsteht. An sich eher so ein bisschen einfacher das Design. Die Kuh, die hat hier so einen schönen Heiligenschein drauf und das ist eben jetzt die neueste Sorte, die ist, wie gesagt, exklusiv bei Rewe geben wird. Ich muss sagen, das hier ist der 500ml Becher, wie ich ihn aus den Niederlanden habe. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil Ben & Jerry's hat ja in Deutschland auch überall die Bechergröße verringert auf 485ml. Ich weiß nicht, ob das, wenn es bei uns in Deutschland rauskommt, weil da habe ich es noch nicht gesehen, es müsste jetzt die nächsten Tage kommen, wenn das rauskommt, ob das auch 500ml haben wird, sprich, ob sie es einfach übernehmen als Sondersorte, weil ich wusste gar nicht, dass das hier rauskommen soll. Vielleicht war das ein Kurzschuss. Eine kurzfristige Aktion oder ob die das auch in die 485er Becher passen, weiß ich nicht. Preis 6 Euro, wisst ihr, teuer. Ja, und was ist das Ganze? Gesalzenes Karamell-Eiscreme, gesalzene Karamell-Eiscreme mit Stücken von Karamell-Bars. Und die Karamell-Bars, die schauen wir uns gleich genau an, die sind das eigentliche Highlight dabei. Und ja, machen wir es einfach mal. Gucken wir uns das Eis mal direkt an. Ich freue mich. So, liebe Leute, also, ich habe schon vorgelesen, was drin steckt. Hier könnt ihr sehen, was so die Idee des Ganzen ist. Wir haben eben gesalzenen Karamell-Eiscreme. Da gilt es, sich mit Häagen-Dazs zu konkurrieren natürlich. Und hier eben diese Stücke von Karamell-Bars, also wie so Karamell-Schokoriegel. Und ich glaube, ihr könnt dann da eher an die Karamak denken. Die kennt ihr, die gibt es manchmal in der Supermarktkasse, diese orangenen Dinger, Video auf meinem YouTube-Kanal. Und so muss man sich die ungefähr vorstellen. Salzige Karamell-Eiscreme mit Weichkaramellstückchen, 11% Deckel. Ich habe ihn gerade schon mal ein bisschen anschauen lassen, mache ich jetzt aber direkt wieder ab. Wir müssten das sicherlich noch antauen lassen und hier seht ihr, was euch erwartet. Wir haben hier die Eiscreme und hier haben wir große Stückchen drin. Sprich, so rein von der Komposition ein recht minimalistisches Eis. Das muss man natürlich auch offen zugeben, dass jetzt hier nicht wer weiß, was hintersteckt. So mit Strudel hier, Strudel da, extra hier, extra da. Karamell-Eiscreme, Karamellstückchen, buff, das war's. Die Zutaten, die könnt ihr hier oben sehen. Wir haben natürlich Sahne drin, Zucker, konzentrierte Magermilch, eben auch um so Milchbestandteil reinzubringen. Oh, jetzt wird sie gerade ein bisschen windig. Da ist irgendwas umgefallen. Pflanzliche Fette, Eigelb, Magermilch, Pulver, Butter, Reinfett und so weiter und so weiter. Emulgatoren, Eier aus Freilandhaltung, natürlich auch wieder Fair Trade wie bei Ben & Jerry's. 20% Fair Trade mit Mengenausgleich, das kennt man alles. Hier unten seht ihr die Nährwerte und das geht so in die Richtung normale Ben & Jerry's. Ne, da ist jetzt nichts so weiter Besonderes bei. Und ihr seht hier auch, das ist wie gesagt aus Holland und der deutsche Text ist hier aber schon drauf. Ich schätze mal, das wird auch in 500er zu uns kommen, aber ich weiß es nicht. We work with the fine folks at Fairtrade across all our flavors to help make sure bla 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 bla. Ist also viel Marketing, das könnt ihr euch durchlesen, das spare ich mir jetzt mal an dieser Stelle. Es geht halt hier um Fairness und so weiter. Visit infofairtrade.net, da kann man sich so ein bisschen informieren. Also es ist wirklich einfach wahrscheinlich nochmal so eine Sorte, die so diesen Fairtrade-Gedanken so in die Köpfe der Menschen nochmal bringen soll. Man weiß es ja, Ben & Jerry's hat es mit Fairtrade und ja, hier wollen sie es dann, wie gesagt, nochmal zeigen. Ich lasse es jetzt antauen und dann schauen wir es uns gleich genauer an. So, kommen wir zum interessantesten Teil des Ganzen, dem Tasting. Ihr seht, hier am Rand sieht das schon richtig gut aus. In der Mitte braucht es natürlich immer ein bisschen länger. Aber hier am Rand, da können wir einfach schon mal anfangen. Und oh ja, ach herrlich, das ist Foodporn fast schon, würde ich sagen. Sieht wirklich richtig gut aus. Und jetzt heißt es probieren. Schön cremig auch, sieht es aus. Wenig Luft. Oh ja, lecker. Ihr wisst, also ich habe das auch schon öfter gesagt und es stimmen auch zumindest viele Leute zu, Ben & Jerry's kann kein sehr gutes Karamelleis. Da ist Häagen-Dazs tausendmal besser. Das hier ist eine andere Basis des Karamelleises. Ich habe sowieso das Gefühl, dass sie mehrere Basis haben, die haben auch mal verschiedene Vanillebasis. Und das hier ist auch eine andere Karamellbasis. Die schmeckt etwas intensiver.
Also man hat schon wirklich eine deutliche Note. Sehr salzig ist es nicht. Also gesalzenes Karamelleis, no, never. Also gut, 0,43 ist jetzt nicht so wenig, aber es ist jetzt auch nicht richtig salzig. Ja? Also wenn man so eine Meersalzbutter denkt von Gérardmer, da ist 2,5 Gramm Salz drin. Ja? Also hier müsste mindestens 1,5 drin sein, damit man es deutlich schmeckt, meiner Meinung nach. Ganz schön wenig. Also das Eis ist cremig. Keine Frage, das schmeckt man. Es ist auch sahnig, es ist vollmundig. Es hat, wie gesagt, eine bessere Karamellnote, aber so wirklich die Schuhe ausziehen, tut es mir trotzdem nicht. So rein von der Karamellnote eben. Aber ich denke, oh, da hat es einen sehr schönen sahnigen Geschmack. Das ist wirklich gut gelungen an der Stelle. Das ist sonderlich erwähnenswert. Und hier seht ihr jetzt auch schon mal so ein Stück. Oben hier diese Karamellstückchen. Das ist original wie Karamak. Nicht super knackig, ein bisschen knackig, aber auch irgendwie weich. Aber durchaus lecker und geht geschmacklich in die ähnliche Richtung wie das Eis selbst. Ich würde sagen, es ist fast schon so ein Eis für Puristen. Ich meine, klar, man hat hier diese Stückchen drin, die halt hier auch, wie ihr seht, wow, recht große Platten sind. Also das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, wenn man sich das mal so anschaut. Hier diese Dinger. Sehr nice. Für ein schönes Foto hier mal so hinstellen. Also schöne große Platten sind da drin. Die sind dünn. Ich hätte es besser gefunden, wenn die dicker wären. Es gab einmal dieses Toffee Bar Crunch und sowas in Deutschland. Wie hieß das hier nochmal? Vanilla Toffee Bar Crunch. Richtig dicke Dinger, wie Daim, nur noch dicker. Hier sind es eher so dünne Plättchen. Aber es schmeckt. Die sind recht süß. Es ist original Karamark, so in der Art. Oh, Moment, es klingelt. Es war dann nur die Post. Lassen wir die auch mal rein, damit ich schöne Rechnungen bekomme. Und es steht der blöde Fuß hier im Weg. Das ist eigentlich schon fast alles, was man euch zeigen kann. Was heißt fast alles? Das ist alles, was man zu diesem Eis euch zeigen kann. Es ist nur dieses Karamelleis mit diesen Stückchen. Also, ich denke, das, was Ben & Jerry's für viele Leute ausmacht, ist, dass sie irgendwie viel Einlage haben. Soße hier, Soße da. Und das hat man bei diesem Eis nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass viele Leute dieses Eis, komm mal ein bisschen schief, ein bisschen enttäuschend finden. Lass es mich so ausdrücken. Nicht, weil es unbedingt schlecht ist, aber es ist im Vergleich zu einem anderen Ben & Jerry's auch wirklich langweilig. Als Karamell-Fan kann man sicherlich seinen Spaß mit diesem Eis haben. Und dadurch, dass halt auch relativ wenig drin ist, steht halt die Eisbasis im Fokus. Das ist einerseits gut, andererseits ist es nicht gut, wenn sie nicht so überragend ist wie bei der Konkurrenz. Häagen-Dazs macht nach wie vor deutlich bessere Karamell-Eiscreme. Ich mag dieses Eis hier trotzdem, aber es wird nie eins meiner Favorites sein. Ich mag den Geschmack von diesen Blättchen. Es hat eben dieses, also weiches Milchschokolade, Milchkaramell. Das passt für mich. Ja, man kann sich so schön hinsetzen. Das Eis ist cremig, das ist gut, das passt also alles. Und von daher, ja. Wenn ich jetzt allerdings dahin gehe, können wir mal reinschauen, hat schon recht, hier am Rand sieht man ein Stück. Also man findet schon überall was. So ist es nicht. Ich sag mal, wenn man jetzt so die Intention dann sagt, ich will ein schönes Karamelleis haben, dann kauft man nicht das. Das kauft man, wenn man Ben & Jerry's Eis mit Karamell haben will. Wenn man nur ein gutes Karamelleis haben will, dann geht man zu Häagen-Dazs. Aber ich will mich nicht beschweren. Schon die vierte Sorte. Und wir haben gerade mal Ende Februar. Und ab März geht es dann vielleicht so ungefähr los. Von daher, geil. Kann nie schaden, viele Ben & Jerry's Eis zu haben. Das Ben & Jerry's Fairway to Heaven ist gut, aber zieht mir nicht die Schuhe aus. Ich würde ihm vielleicht eine 3 plus geben. Viel mehr ist da nicht drin. Nicht, weil es schlecht ist, aber mir persönlich ist es zu öde. Und das, was so simpel gut sein könnte, ist nicht gut. Ja, es gibt das Häagen-Dazs Vanille, da ist nur Vanille drin, das ist der Obershit. Ja, das hier ist Ben & Jerry's Karamell-Eis, wo sogar noch Stücke drin sind, es ist nicht der Obershit. Ihr versteht, denke ich, was ich sagen will. Schreibt mir gerne eure Meinungen zu diesem Eis in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst, falls euch dieses Video gefallen hat.
Daumen nach oben natürlich auch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.